Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice, Makros importieren. Der Dialog, Makro verwalten zu finden unter Extras, Makros, Dialoge verwalten, Bibliotheken oder mittels Extras, Makros, Makros verwalten, LibreOffice Basic und verwalten. Bibliotheken. Bietet Funktionen zum Erstellen, Löschen und Umbenennen von Bibliotheken, Modulen und Dialogen. Wählen Sie den Container Bibliotheken und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Importieren, um Makrobibliotheken zu importieren. Eine Bibliothek Standard kann nicht importiert werden. Unter Linux werden die LibreOffice-spezifischen Dateien unter dem Benutzer-Home-Verzeichnis in einem Unterverzeichnis gespeichert, dessen Name mit einem Punkt beginnt. Verzeichnisse und Dateien, die mit einem Namen mit einem Punkt beginnen, werden in einem normalen Auswahldialog nicht angezeigt. Um das Verzeichnis zu öffnen, gehen Sie entweder zum Home-Verzeichnis und geben dann Namen Punkt Verzeichnis ein und klicken dann auf Öffnen oder Sie drücken STRG H. Um versteckte Dateien und Ordner anzuzeigen und navigieren wie gewohnt. Es öffnet sich das Verzeichnis, das nicht von Anfang an gezeigt wurde. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, das die Bibliothek enthält, die Sie importieren möchten. Und zwar jetzt mal schon eine vorhandene Bibliothek benutzen mit .config, dann LibreOffice 4, User, Basic und hier schon eine vorhandene Bibliothek, Test 2 zum Beispiel. Und auf Öffnen klicken. Normalerweise gibt es zwei Dateien zur Auswahl. Dialog, .xlb und Skript.xlb. Es spielt keine Rolle, welche der beiden Dateien Sie wählen, da beide Dateien importiert werden. Wählen Sie eine Datei und klicken Sie auf Öffnen, um fortzufahren. Wenn die Bibliothek bereits vorhanden ist, wird sie nicht ersetzt, es sei denn, existierende Bibliotheken ersetzen, und zwar hier, bestehende Bibliotheken ersetzen, ist markiert. Wenn als Referenz einfügen schreibgeschützt aktiviert ist, wird die Bibliothek an ihrem aktuellen Speicherort referenziert, aber Sie können diese nicht bearbeiten. Wenn als Referenz einfügen schreibgeschützt nicht aktiviert ist, wird die Bibliothek in das Makroverzeichnis des Benutzers kopiert. Makros können in Bibliotheken innerhalb von LibreOffice-Dokumenten gespeichert werden. Wählen Sie ein Dokument anstelle eines Verzeichnisses auf der Festplatte, um die in einem Dokument enthaltenen Bibliotheken zu importieren. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!